großes Thema bei den Württemberger Weingärtnergenossenschaften ist auch immer, eine moderne Kälte zu haben und ansprechende Verkaufsräume. Die Weingärtner Esslingen haben ganz aktuell ihre Kälte umgebaut. Bei mir steht jetzt Martin Geisert, der Architekt hier aus Esslingen. Herr Geisert, was war denn das Ziel hinter dem Umbau? Das Ziel war das, ein bestehendes Gebäude, was gewachsen war und verschiedenen Bauabschnitten aus verschiedenen Jahrzehnten und einfach mittlerweile in die Jahre gekommen war, von der Optik her, vom Erscheinungsbild und auch von der Nutzbarkeit, von der Größe her und so weiter, musste einfach was getan werden, weil der letzte grundlegende Umbau war 1982 und jetzt war es wirklich einfach an der Zeit. Ich war überrascht von der Großzügigkeit, wenn man reinkommt. Ist für mich ein bewegender Eindruck gewesen, hier hochzufahren, wenn man das von Bildern von früher her kannte. Ein moderner Bau, der mittlerweile schon einen gewissen Ruf auch ins Unterland, in die Heilbronner Region erhalten hat. Ein weiteres Ziel des Umbaus war es auch Veranstaltungen hier vermehrt durchführen zu können, die einfach die Weingärtner an sich stärken, Weinverkauf stärken und auch die Wahrnehmung im Land einfach zu verbessern.